Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin. Ich bin's wieder, der LS-Landwirt. Schön, dass du es eingeschaltet hast und heute habe ich diesen neuen Mod für euch. Den Quernenlandpflug. Ja, Quernenlandpflug. Aus Ende. Von Modhoster natürlich. Ich lade es ja auch auf Modhoster nochmal hoch, das Video. Verknüpft es da. Auf jeden Fall. Gehen wir mal rum und ich finde die Textur sehr ansprechend, sehr schön, wie das authentische Vorbild. Also dafür schon mal, wenn ich Sterne vergeben würde, 5 Sterne, 10 von 10 Punkten. Gefällt mir wirklich gut. Der jemand, der das auf Modhoster geuploadet hat, beschreibt, dass er lediglich nur diesen Mod umgeskinnt hat. Und ja. Heute bin ich irgendwie scheiße. Ich habe jetzt schon zum 5. Mal angefangen zu drehen und jedes Mal hatte ich einen Blackout, Alter. Schneide ich raus. Nee, lasse ich drin. Auf jeden Fall, ja, das ist der Flug. Sorry für das schlechte Video, Leute. Ich werde noch eine Neuauflage machen. Morgen oder so. Eine ernsthaftere, weil heute wird es nichts mehr. Ja, nochmal kurz zum Flug zurück. Er hat die Grundfunktionen, die Standardfunktionen, wie der andere Flug auch im Standard LS. Auf jeden Fall sind das Heben mit V. Alter, jetzt geht die Scheißmaus schon, spinnt schon wieder, das kotzt mich schon richtig an. Ja, erstmal Geräte auswählen, wechseln, CFX. Alter. Ich raste das gerade mit der Scheiße mal aus, Alter. Ich krieg's nicht hin. V heben, senken. B Flug drehen. Wenn man O gedrückt hat, dann kann man neue Felder erstellen. Boah, heute läuft's wieder richtig hier. Genau, neue Felder erstellen. Ja, jetzt habe ich nicht mehr O gedrückt, jetzt drücke ich wieder O, jetzt kann ich wieder Felder erstellen. Schön, ne? Kann man aus einer Teerfläche ganz locker wie in echt eine Ackerfeld draus machen. Auf jeden Fall. Helfer einstellen geht auch. Ui, der hält sogar an. Aus ist. Ja. Was macht er jetzt? Was ist das für ein behinderter Helfer? Junge! Das dümmste Let's Play. Das ist ja gar kein Let's Play. Das soll eine Mordvorstellung werden, Alter. So. Jetzt gehen wir nochmal in den Shop. Oder? Gehen wir in den Shop? Ja, wir gehen in den Shop. 2000 kostet der gute Flug. Für 1000 verkaufen, das heißt die Hälfte, 50%. 200 am Tag Unterhaltskosten. 5 Schaden steht hier, hat er. Haben wir, zählen wir mal nach, wie viel Schaden hat der? 1, 2, 3, 4, 5. Passt genau. Hier steht auch noch mal der Verwendungszweck für alle, die noch nie einen Flug in Gebrauch hatten. Ja, was gibt's noch viel zu sagen? Link wie in meiner Beschreibung. Ja, wie gesagt, ich mache wahrscheinlich noch eine Neuauflage von dem hässlichen Video hier. Boah. Ja. Genau. Ach, genau. Noch was. Die Datei ist mit 4,4 MB recht klein und ist heute hochgeladen worden.
Heute am 23.04.2015. Vielen Dank fürs Anklicken des schlechtesten Videos auf dieser Erde. Man kann das Video auch als ein einziges Outtake ansehen. Ist mir aber scheißegal, was ihr es anseht. Hauptsache, ich bekomme wieder Klicks. Ich bin ja auch so ein Geld- und Klickgeiler und Famegeiler YouTuber. Mit meinen 8 Abonnenten voll der Gangster, ich weiß. Ja, übrigens vielen Dank an Marius Hindelang oder Hildelang. Tut mir leid, ich weiß nicht mehr. Ja, Hindelang fürs Abonnieren meines Kanals. Du bist mein 8. Abonnent. Ja, wie gesagt, dafür vielen Dank. Und ja, machst du was ihr wollt. Bis zum nächsten Video. Abonnieren, kommentieren oder liken bzw. disliken, wenn ihr auch meint. Aber nur mit Begründung erlaubt. Wäre nett, wäre schön, wenn ihr etwas hinterlassen würdet. Ich fahre jetzt pflügen. Und bis zum nächsten schlechten Video. Haut rein, Leute. Ciao.